Hallo zu einem neuen Video auf dem Business Intelligence Kanal. Heute sehen wir uns an, wie Daten aus Power BI nach Excel exportiert werden kann, auf was ihr achten müsst und welche Einschränkungen es dabei gibt. Bevor wir loslegen können, bitte ich euch, diesen Kanal zu abonnieren, um noch mehr Videos für den Business Transfer im Bereich Business Intelligence und Data Warehousing anbieten zu können. Und bedanke mich recht herzlich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Jetzt starten wir los. Es kann mehrere Gründe geben, warum du Daten aus Power BI exportieren möchtest. Es kann sein, dass du eine Überprüfung der tatsächlichen Daten ohne Zugriff auf die Datenquellen durchführen möchtest oder auch die häufigste Variante, die Notwendigkeit, bestimmte Daten einem Kollegen oder einem Analysten zur Verfügung zu stellen. Was auch immer der Grund ist, es ist gut zu wissen, dass der Export von Daten aus Power BI auch ohne die Verwendung von Third-Party- oder Drittanbieter-Software möglich ist. Genug der Einleitung, sehen wir uns das nun konkret an einem Beispiel an, und zwar das Exportieren von Daten aus einem Power BI-Dashboard. Ich bin nun auf den Power BI Service verbunden und habe dort ein Dashboard geöffnet. Nun, dieses Dashboard setzt sich zusammen aus einzelnen Kacheln, welche aus einem Bericht stammen. Nun kann ich aus diesen einzelnen Kacheln die dazugehörigen Daten nun exportieren. Dazu wähle ich nun bei diesen drei Punkten auch weitere Optionen. Einfach in CSV exportieren aus. Wie man nun sehen kann, sind nun diese entsprechenden Daten aus dieser Kachel nun nach Microsoft Excel als CSV-Datei exportiert. Möchte ich nun hingegen die entsprechenden Daten dieses Berichtes, welcher als Kachel hier dargestellt ist, exportieren, so kann ich das mit einem Klick auf die entsprechenden Berichte dahinter. Und zwar bin ich nun auf den entsprechenden Bericht weitergeleitet und habe dort die Möglichkeit, im Menü Exportieren in Excel analysieren zu drücken und erhalte nun entsprechend die Daten in Microsoft Excel. Nachdem sich nun Microsoft Excel geöffnet habe, bestätige noch mit Bearbeitung aktivieren und erhalte auch noch die Sicherheitshinwarnung, dass externe Datenverbindung aktiviert werden soll. Nun habe ich eine Pivot-Tabelle, auf die sie sozusagen und erhalte nun diese Pivot-Tabelle und kann mir nun entsprechend die Daten auch hier auswerten. Wie ihr seht, gibt es nun diese zwei Möglichkeiten, wie man aus einem Power BI Dashboard Daten exportiert. Sehen wir uns das nun auch an, anhand einer Tabelle aus einem Power BI Desktop Berichtes. Ich habe nun einen Power BI Desktop Bericht geöffnet und habe nun das Bestreben, die entsprechenden Daten für diesen Bericht zu exportieren. Nun kann ich das folgenderweise, und zwar, ich wechsle in die Datenansicht und habe darin nun die einzelnen Tabellen, welche der Bericht verwendet, verfügbar. Nun kann ich ganz einfach mit einem Rechtsklick auf Tabelle kopieren, die entsprechenden Daten für diese Tabelle kopieren und in eine Excel-Datei einfügen. Wie ihr seht, könnt ihr somit auch aus einem Power BI Desktop bestimmte Tabellen einfach mit Kopieren in die Excel-Arbeitsmappe einfügen. Es gibt auch noch etwaige Einschränkungen und Überlegungen beim Exportieren von Daten. Und zwar betreffen diese sowohl die Power BI Desktop als auch die Power BI Dienstversionen. Dazu sei angeführt, einerseits, um die Daten aus einem
visuellen Element exportieren zu können, benötigt es Erstellungsberechtigungen für die freigegebenen Datasets. Ein weiterer Punkt ist, dass die maximale Anzahl von Zeilen, die Power BI Desktop und Power BI Dienst aus einem Bericht im Import-Modus in eine CSV-Datei exportieren können, beträgt 30.000. Die maximale Anzahl von Zeilen, die die Anwendung aus einem Bericht im Import-Modus in einer XLSX-Datei exportieren kann, beträgt 150.000. Weiter sei noch angeführt, dass das Exportieren mit zugrunde liegenden Daten nicht dann funktioniert, wenn die Version älter als 2016 ist, die Tabellen im Modell keinen eindeutigen Schlüssel aufweisen und der Administrator oder Berichtdesigner diese Features deaktiviert hat. Auch sei erwähnt, bei einer dynamischen Formatzeichenfolge auf ein bestimmtes Measure- oder Wertfeld wird diese beim Export leider nicht beibehalten und geht beim Export nach Excel leider verloren. Es ist auch zu erwähnen, dass benutzerdefinierte Visuals und RStudio Visuals in Power BI derzeit nicht unterstützt werden. Ich hoffe, ich konnte euch dieses Thema näher bringen. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich versuche euch zu antworten. Ich hoffe und wünsche mir, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg.